Ich weiß, dass ich ihn besiegen kann. Achso, ich habe noch eine gute Nachricht entdeckt, was mich halt so mega gestresst hat. Und wo ich große Probleme habe, davon abzulassen. Oder mich dazu beruhigen, ist die Sache mit diesen Drachenbluttropfen oder wie die Dinge heißen. Die ich alle verkauft habe. Und die gute Nachricht ist, nach dem Kauf bekommt man noch 2 Stück. Also ich finde noch 2. Kann ich jetzt auch schon mal sagen. Ich habe natürlich noch nicht weitergespielt hier. Also, ja, bis auf, dass ich mir das Feld hier angeschaut habe, habe ich noch nichts gemacht. Ja, okay. Die ist halt super schwer zu kontern. Und das war jetzt der falsche Zeitpunkt hier. Also irgendwo. Und ich bin an der Wand wieder. Ich bin wieder an der Wand. Das ist nach wie vor nervig. Wollte ich nicht, nicht für den wollte ich. Und ich bin auch schon mehrmals hier diesen Abgrund runtergefallen. Jetzt haben wir den am Sack. Wir sind noch in der ersten Phase, wir haben schon Leben verloren. Schon drauf hier. Und das Gute ist, diese Fußtritte, die kann man relativ gut blocken. Oder parieren, beziehungsweise. Ja, gut. Also seine Feuerhand kann man halt auch parieren. Aber man nimmt immer ein klein bisschen Schaden. So, hier, wenn er diesen großen Schwinger macht, dann kann man das Tabs nehmen. So, jetzt sind wir wieder hier. So, ausgewichen, das hat diesmal geklappt. Große Distanz, der will jetzt mal Feuerbällen schmeißen wahrscheinlich. Nee, der macht die Feuerhand, umso besser. Wie gesagt, ist immer eine gute Gelegenheit, um Distanz wegzunehmen. So. So, vielleicht. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt. Nein, kriegen wir nicht. Okay. Ja, das ist jetzt ganz schlecht. Aber hier kommen wir wieder hin. So, komm. 3-4 Treffer und. Oh nein, das hat er uns tatsächlich noch getroffen. Ja. So, Feuerbälle und einer. Ja, einer. Das war's. Phase 2 von 3. So, haben wir schon wieder da. Ja, ein Treffer. So, und jetzt? Nein, da muss man früh springen. Da muss man ganz früh springen. Nein, ich hab deflektiert. Nein! Oh Mann! Es ist immer noch frustrierend. Ich kann das ganz schwer kommentieren. Es ist ganz, ganz schwierig, weil meine Nerven hier bei dem Kampf, die sind. Ah, die gehen schnell an die ganze. Ich hatte jetzt so eine kleine Erholungsphase, dass ich ihn einmal insgesamt gemacht habe, aber manche Attacken sind so frustrierend bei ihm. Oh, zu früh gesprungen. Ey, das ist so schwierig. Es ist so verdammt schwierig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und, ja, ist ja gut, ey. So. Das ist ganz okay, da kann man noch irgendwie rüberschwingen. Ah, ich habe geblockt. Es glaubt mir keiner, man sieht es nicht, aber ich habe es getan. Ah. So,
So wie jetzt, so wie jetzt. Na gut, ich habe geblockt, aber habe keinen Schaden genommen. Wir müssen Haltungsschaden, kein Körperschaden. Ah, ich hab's aber! Ich habe! Nein! Nein! Den wollte ich nicht reinschmeißen! Komm schon, komm, komm, komm! Mann, jetzt haben wir nur noch einen einzigen übrig. Selbst wenn wir in die dritte Phase kommen. Ja, selbst wenn. Das ist halt. Das ist echt. Das ist eine etwas chaotische Phase. Da muss ich noch eine bessere Lösung finden. Distanz. Wie kommen wir jetzt hier an die Distanz? Das macht er wieder den Hand. Nee, das macht er nicht. Der Handelmann, das macht diese scheiß Feuerbälle. Die sind ultra gefährlich. Komm, 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 komm. Okay, alles klar. Komm, zwei Treffer noch, dann haben wir ihn. Jawohl. So, jetzt können wir noch einmal abkacken und dann haben wir noch ein Fläschchen. Ich würde sagen, wir lassen es drauf ankommen. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben. So, dann machen wir den hier. Und was übrigens auch noch geholfen hat beim letzten Mal, war folgendes. Das hier hat geholfen. Ja, okay. Ja, hatten jetzt noch nicht mehr Zeit. Ja, okay, alles klar. Vergiss es. Ich habe keine Ahnung, wie ich den geschafft habe. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe einfach tierisches Glück gehabt. Der ist knüppelhart. Selbst wenn man seine Phasen kennt, weiß, wie man gegen ihn zu kämpfen hat, selbst dann ist der immer noch... ein Albtraum. Gut, das hat er mich schon in der ersten Phase hier direkt getroffen. Jetzt mache ich mal ein bisschen Distanz hier. Weil wenn er jetzt hier ausrastet, so, jetzt hier schnell Distanz machen, Distanz wegmachen. Das ist okay. Das war nicht okay. Pass auf. Die Spezialfähigkeit können wir nicht nehmen. Wir brauchen irgendwas, was richtig... wir können ja das mal machen. Mal gucken. Vielleicht macht das ja ordentlich Schaden. Also wenn wir den gestunt haben, dann können wir nochmal halt ein bisschen... Na, come on! Ein bisschen extra Schaden machen. Ah. Okay. Keine Ahnung. Okay. Okay, ich mache viele Fehler. Ich mache viel zu viele Fehler. Und komm. Ja, Feuerbälle, dachte ich mir. So, das machen wir trotzdem. Hier. Gehen wir mal an den Rand. Komm, ey, lass mal stunnen. Wäre schön, wenn man jetzt schon ein bisschen Schaden machen könnte, aber kann man halt nicht.
Zu früh, zu früh. Distanz nutze ich für eine Heilflasche. Diese Scheißköpfe, die sind echt ätzend. Da hilft es nur ein bisschen im Kreis zu laufen. Nein, ich hab deflected. Ich habe deflected, Mann! Alter, ultra brutaler Wichser. Ich krieg ihn halt nicht unter Kontrolle. Ich kenne anscheinend. Oh, ich habe keine Idee. Ich kenne anscheinend nicht alle seine Attacken. Haben wir ihn eigentlich schon mal zusammen in den Raum gebracht? Ja, ne? Okay, alles klar. Ich mache noch einen Fehler nach dem anderen. Kann so was, ja. Ja, ja, okay. Ich habe meinen Rhythmus verloren. Das ist okay. Ich habe meinen Rhythmus vollkommen verloren. Wenn er die aus der Nähe macht, dann ist das schwierig. Aber wir können noch ein bisschen weitermachen. Okay, keine Ahnung, wie lange das dauert. Das dauert Stunden für mich. Ich werde es wohl rausschneiden müssen. Besser geht's durch, weil irgendwie man muss sich halt konzentrieren. Und ja. Dann wirkt das ganze Gesicht gerade. Also, kratzen. Ja. Das ist auch so ein Problem. Die Arena nervt mich wie Sau. Die Arena ist, scheint riesig zu sein, aber sie ist immer noch zu klein, weil er so ultra mobil ist. Ich war gar nicht tot, jetzt bin ich tot. Okay, alles klar. Weil das ist auch so eine Sache, das geht irgendwie... Ich bin immer nicht tot. Das geht irgendwie gar nicht. Die Arena ist mini. Also dafür, dass der so mobil ist, ist die mini. Der springt halt von einem Ecke, von der einen Ecke der Arena zur nächsten. Das kann ja von mir aus ja auch machen.
Aber die Arena ist zu klein und die kann nicht da hinten so eine offene Stelle haben, weil da laufe ich dann ständig rein. Ich bin ja häufig gezwungen, rückwärts zu laufen. Das nervt ein bisschen, ehrlich. Ich bin schon so häufig da runtergefallen. Okay, also ich glaube, ich muss den Kampf morgen weitermachen. Ich weiß nicht, ob ich das jemals während der Aufnahme schaffe, den zu besiegen. Und wenn, keine Ahnung, vielleicht lasse ich die Aufnahme an und kommentiere das nach oder so. Ich schaffe den sonst nicht. Ich schaffe den einfach nicht. Der ist zu hammer schwer. Ich hab schon wieder die Wand hinter mir. Phase Nummer 1, die geht noch, die kriegt man noch hin. Phase 2 ist schon merklich schwieriger. Da hat er ein paar neue Attacken, die sind schwieriger zu kontern. Okay, charge der? Nee, charge nicht. Ich nehme mit, was ich kriegen kann hier. Okay, das war nur die Druckwelle, hat keinen Schaden gemacht, dann kann ich leben. Jetzt. Jawohl. Und schnell zu ihm hin. Distanz und zack. Okay. Nicht so schlimm. Und Distanz nehmen. Ran. Und jawohl. Okay. Ein Hit, ein angefangen. Oh, was hast du vor? Okay, mach mal ein bisschen Distanz hierfür und das. Okay. Jo, ich komme. Zack und zwei Treffer. Jawohl. Okay. Schade. So, eine Kugel sollte hier reichen. So, das ist vor. Feuer. Okay. Jawohl. So, dann schmeißen wir mal hier von eins ein. Noch hier von 1 und
Okay. Die macht nämlich dann zweimal, da muss man ziemlich aufpassen. Eins, zwei und der Schwinger. Jawohl. Und? Jawohl. Ah, Mist. Lange. Mann! Scheiß Wand, sage ich nur. Scheiß Wand. Ich brenne. So, jetzt. Oh, das Gleis irgendwie. Na, okay. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. So, dann nehme ich noch einen davon. Einen davon. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Komm, Junge. Eins. Und komm, ich komm. So, Junge. Okay, der hat ordentlich Schaden gemacht. Komm, 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 komm. Und okay, kommt jetzt angecharged. Ja, kommt er, aber ich weiß nicht genau, was man dagegen macht. Außer ausweichen bzw. für die Wand laufen. Ich habe schon lange keinen Treffer mehr gelandet bei ihm. So, ich muss jetzt an ihn ran. Ich muss an ihn ran, sonst geht hier nichts. Jawohl. Jetzt kommt er nochmal. Ah, scheiße. So, ich brauche den hier. Dann nutze ich die Zeit hierfür. Und ich komme, ich komme. Jawohl. Nein, 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 nein. Puh, Junge, das kommt ja nochmal. Und jetzt versuche ich mir den Arsch. Jawohl. Puh. Oh, Leute. Meine Hände zittern wieder. Der einarmige Dämon streifte über das Schlachtfeld, verzerrt von den Flammen des Hasses. Labs Lazuli, zweimal. Der Kampf, der ist derbe. Das ist Teil der Schlange. Oh. Und hier ist ein Händler, bei dem wir tatsächlich noch einen Drachenblut-Dings kaufen können. Warte mal, die kann ich ruhig hier drin lassen, die Kügelchen. Wo waren sie? Wo sind denn jetzt die Kügelchen? Habe ich alle aufgebraucht? Kann auch sein. Echt jetzt? Na gut, da habe ich es halt alle aufgebraucht.
kommt mir immer Spanisch vor. Egal. Guck mal, ich habe gelernt, dass man die benutzen kann und nicht nur kaufen kann. Gegenmittel. Ah, lieber. Hm. Komm, kauf den Rest hierfür. Hat keine Gesprächsoption, okay. Und hier haben wir den zweiten Tropfen Drachenblut. Und hier ist die Oma, die ist hingegangen. Ja, wer war denn der einarmige Dämon? Ein biblischer Gesell. Je länger die Feuer des Krieges sind, desto mehr wird diese Welt verkauft. So, können wir mal schauen. Ich meine, hin und wieder scheint es hier neue Objekte zu geben. Ich meine, Gebetsperlen werden wir wohl nicht mehr finden. Ich glaube, das können wir als gesichert betrachten. Die haben wir geöffnet und ansonsten ist ja auch nichts Neues. Na gut. Schon recht. Okay, dann haben wir den Weg hier soweit auch beendet. Ich hatte gehofft, dass man da hinten nochmal hinkommt. Richtung Burg. Aber... der Weg ist verschlossen. Aber wir können das ja nochmal betätigen. Und die Erinnerung können wir ändern. Ein Mann der Stadt zum Schura zu einem Gefäß für die Flammen des Hasses wurde. Er schien lange so, als sei er an die sterbliche Welt gebunden. Erst als er zum Dämon wurde, konnte er diese Welt endlich verlassen. Ja, dieser Mann war wohl der Bildhauer. So viel kann man sagen. So, wir haben jetzt zwei davon. Wir könnten es wieder herstellen. Niemals von Drachenfalle befallen, das ist interessant. Es dauert aber nicht immer lange irgendwie. Ich muss noch ein, zwei Mal oder so hier sterben, dann wird euch die Drachenfalle verbreitet. Aber egal, wir haben noch zwei Tropfen. Das ist gut. Fähigkeiten erwerben. Was wollte ich hier machen? Angriffskraft haben wir verbessert. Achso, ja, wir könnten natürlich die Fähigkeitspunkte gegen Angriffskraft tauschen. Aber das wollen wir nicht. Das machen wir nur, wenn wir wirklich nicht weiterkommen. Okay, ja, Aschenumland. Das können wir wohl nicht betätigen. Das leider auch nicht. Ich
Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Genauso wenig wie hier. Und hier sind wir gerade. Da sollten wir jetzt hinreisen. Ich überlege. Eine Sache, also ich mache jetzt gleich auf jeden Fall eine Pause, aber eine Sache kann ich jetzt noch ausprobieren. Und zwar würde ich gerne nochmal zur hier hinreisen. Mit der Emma kurz reden. Mal gucken, ob die irgendwas Besonderes dazu sagt, wenn ich jetzt den Bildhauer, wenn ich das Leiden des Bildhauers beendet habe, weil die zwei hatten ja auch eine sehr enge Bindung. Es war ja eigentlich der Bildhauer, der Emma gerettet hat. Na gut, okay, dann hat sie nicht mehr so viel dazu sagen. Ja, dann geht's jetzt hier lang. Ich glaube, vieles vom Spiel ist nicht mehr übrig. Würde ich tippen. Ich würde denken, dass wir quasi jetzt in der nächsten Folge sozusagen das Finale des Spiels betreten könnten. Aber, wer weiß, vielleicht hat das Spiel auch noch mehr Überraschungen parat. Ob es so ist, also wie auch immer es sei, ist, sehen wir dann hoffentlich in der nächsten, spätestens übernächsten Folge bei Sekiro Shadows Die Twice. Bis dann, macht's gut, ciao Leute.